Ich habe mir jetzt auch Epic Platz geschaffen für Bindung? meine Bank. Der Stab aus Obsidian war doch nee, ganz wichtiger. Oder? Also laut Direwolf nicht. Oh, dann habe ich es falsch rum gemacht, da muss ich mir gleich nochmal eine neue machen. Aber ich brauche ja eh jetzt erstmal noch ein Axt-Ding hier. Next. Stimmt, next, die Bindung war es. Ich hab einen Stab aus Obsidian gemacht. So, also wenn ihr jetzt hier gerade mal seht, vielleicht sollte ich das von Grund auf erklären, die Leute, die es noch nicht kennen. Das ist Wald riesig, ey. Also, um diese Tinker-Dinger hier herzustellen, diese Pattern, nimmt man zwei Sticks und zwei Holz und kreuzt die so übereinander, dann kriegt man hier so ein Blank-Pattern. Daraus kann man diese ganzen Tische hier bauen. Dann packt man hier ein Blank-Pattern rein, dann kann man sich aussuchen, was man damit machen möchte. Ich habe es ja gerade gemacht, ich habe hier dieses Axt-Ding gebaut. Wenn man so ein Blank-Pattern nimmt und da eine Kiste drunter packt, dann kann man daraus so eine Pattern-Chest machen. Die kann man dann wieder an den Part-Builder ran tun. Und wenn ich jetzt hier Axt, oh ja, geht natürlich super. Man sollte NEI auf jeden Fall ausmachen, wenn man das macht. Dann nehme ich hier den Axtkopf, pack den hier rein und den möchte ich jetzt zum Beispiel hier aus Bronze haben. Nee, aus Eisen haben würde ich. Ich würde ihn aus Eisen. So. Dann kriege ich hier so ein Iron Head und dazu können wir gleich noch aus Eisen die Tool Rod machen. Klack. So. Dann kriege ich hier Iron Rod und Iron Head. So, dann packen wir die wieder rüber. Und dann brauchen wir noch eine Bindung, um das Ganze zusammenzuhalten. Dann nehme ich jetzt Obsidian. Also auf Deutsch, diese Patterns sind eigentlich die Formen. Genau. Ja, Pattern steht ja auch für Vorlage. So. Als Vorlage. Jetzt wäre es natürlich schön, hier irgendwo eine Kiste zu haben, wo ich die übrig gebliebenen Chunks und so, ich schmeiß die jetzt erstmal hier rein. Diese Iron Chunks und die Obsidian Shards, weil die sind ja, die kann man ja weiter benutzen. Für heißen halbe. Die wirklich Chunks? Ja. Ja. Weil Chunk halt ein Stückchen ist. So. Ah. Dann nehmen wir hier. Oh, ich brauche für die Axt keine Bindung. Dann brauchen wir einen Chunkloader, weil wir einmal ein Stückchen laden. Okay. Ja, weil du ein Stückchen Minecraft damit lädst, ist doch wohl klar. Zur Info, Äxte brauchen kein Bindungsding. Oh. Ja, okay. Da klimpert er. Jetzt habe ich also eine Reinforced Axe. Muss ich mir nachher Siebis Video angucken oder morgen? Nee, ich war gerade mit im Tisch, dass ich es auch lerne. So. Ja, ja, ich bin ja gerade Redstone besorgen, und weil jetzt irgendjemand meinte, den aufbrauchen zu müssen. Kann man hier zum Beispiel, wenn ich das hier reintue und da hat jemand ein bisschen Redstone? Nein, Spaß. Wenn man jetzt hier Redstone dazu tun würde, also ich gehe jetzt hier auf Axt quasi. Genau, Jürgen, hältst genau zu, dann weißt du, was Doc gemacht hat. Könnt ihr hier was reintun und könntest dann upgraden quasi mit Redstone oder mit Lapis. Lapis geht aber noch nicht irgendwie. Und dann kriegt man diese tollen Werkzeuge und ein großer Vorteil an den Werkzeugen, die gehen nicht kaputt. Die hören nur einfach irgendwann auf, die haben keine Durability mehr. Dann kann man sie aber wieder reparieren. Genau, man kann sie dann immer wieder reparieren. Das ist eine sehr schöne Sache. So, und ich gehe wieder zurück und hau jetzt hier mal das Zeug. Was sagst du nur zu meiner ersten Außenwand? Aua. Gut, dass ich noch da bin. Nicht. Naja. Ach, mal wieder. Jungs, das wäre ganz cool, wenn ihr ins Haus reingehen würdet. Dann kann ich euch ja nämlich einfach einsparen. Das wollt ihr wahrscheinlich mal wieder nicht. Ich glaube, ich werde mal kurz. Genau. Ich würde mich auch immer gern einsperren lassen wollen. Mir einen Schutz hin. Ja, du sowieso. Unterm Boden bauen und sie da einbauen. So, habt ihr ein bisschen Erde über, die ihr nicht mehr braucht? Was auffüllen? Wirst du bestimmt irgendwo finden. Oder auch Erde nicht. Erde ist in irgendeiner Kiste. Wenn nicht, kannst du gerne in das Buch da gehen und Erde schaufeln. Mein Turtle baut mir gerade erstmal meine Hütte dahin. Ja, du hast das sowieso. Also Erde werde ich bald im Überfluss haben. Oh, jetzt wird schon wieder dunkel. Supi. Ja, ich will nur die Ebene ein bisschen glätten. Bei mir ist es dunkel. Ja, mit dem Ebenenglätten funktioniert anscheinend nicht so ganz, weil wir haben wohl noch relativ wenig Ressourcen. Wir haben zwar gestern gefarmt, aber das hat wohl noch nicht so ganz viel geholfen. Ja gut, Erde ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man bevorzugt mitnimmt. Ja, doch. Am Anfang. Ich habe zum Beispiel in meinem LP habe ich gerade massive Probleme mit Cobblestone, weil die mir ausgehen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mir sowas jemals passieren wird. Ja, aber da kann man ja ein kleines Maschinchen bauen. Dann. Ja, aber das wieder. Igneous Extruder. Ja. Hey, keine Erde. Ja, dann. Hey, also, warte, ich bring dir was. Ach ja, nee, ich habe jetzt erstmal so ein bisschen was gefunden. Aber es wird nicht reichen, dann muss ich auch gleich mal. Ich habe 56 Stück einstecken. Oh, hi Jungs, ihr wollt mir nichts Böses. Oh nein, die Pfeile sind total freundschaftlich gemeint. Bist du noch in der Mistcraft-Welt? Ja. Also in der, wo angeblich keine Monster sind. Ja, sind Monster da. Aber ist nicht so schlimm, meine Rüstung scheint doch. Oh ja, natürlich sollte ich auch ein Schwert haben, was noch lange funktioniert und nicht. Aber jetzt habe ich einen Bogen. Oh, und da kommen gleich die nächsten zwei, na klar.
Wie entledige ich mich denn jetzt eurer? Boah, haben die mich jetzt erschreckt hier. Denn die Axt. Ihr kriegt jetzt mit der Axt auf die Fresse. Ha! Ich brauche noch zwei Steinchen. Boah, ey. Ich sehe bestimmt schon wieder aus wie ein Stacheligel langsam. Ja, hier ist auch wieder Action ohne Ende. Das ist ja traumhaft. Ah, ich hasse dich. Hier gibt es anscheinend nur Skelette auf dieser Welt. Ich habe auf jeden Fall schon 6 geplättet. Ach, hier ist ein Zombie. Sehr schön. Also die Axt macht sich auch sehr gut, um Viecher zu killen. Ja, ich werde mir jetzt einfach eine Schaufel herstellen. Oh, hallo Creeper. Ich will gar nicht wissen, was du willst da. Oha. Geh weg, geh weg. Reduce, du baust übrigens genau auf dem Spawn. Du solltest also aufpassen, dass man nicht irgendjemand bei dir hinterher, wenn man auf respawnt, in den Blöcken landet oder so. Ah, okay. Ja gut, deswegen tauche ich immer in der Nähe deines Hauses auf. Was? Unser Handy ist wieder live in der Aufnahme. Ja, natürlich, wie es immer. Zombie mit Goldrüstung. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum die Pfanne gegen Creeper ist. Warum? Der konnte nicht explodieren in meiner Nähe. Praktisch. Oh ja, also das ist ein Tool, was ich auf jeden Fall brauche. Ihr solltet euch auf alle Fälle den Gefallen tun, nie einen Zombie-Skin anzuziehen. Warum? Weil Jürgen sonst voll auf euch draufhaut. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr schon Zombie in Goldrüstung rumrennt. Oh mein Gott. Und dann zufällig eine Rüstung anhat. Was auch immer der hier für eine Rüstung anhat, ich erkenne die nicht, aber die sieht nicht gerade ohne aus. So. Obwohl von euch wäre ja keiner so doof von Goldrüstung. Das ist Platinum. Ah ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe ihn jetzt totgehauen, aber leider nichts zu gedroppt. Am Gehirn. Ja, ja, geh du weg. Hä? Da hat wieder eine explosives Gefühle. Ja, davon kriege ich nichts mit. Ich habe irgendwie auf diesem Pack keinen Sound, also komplett keinen Sound. Ja, dann musst du die LWJGL tauschen. Genau, ja, hatte ich gestern auch. Müsst ihr mir das mal nach der Aufnahme nochmal erklären. Aber es ist trotzdem so ein Punkt, ja? Dein Turtle ist? Hat irgendeinen Fehler, keine Ahnung, der hat mir meine Tür nicht gebaut. Neil. So. Ach ja. Hast du keine gegeben? Genau. Ja. Tür und Platte. Der hat dir jetzt einen Klotz gemacht, aber hat keinen Eingang reingebaut. Ja, der hat normalerweise hätte der jetzt hier die Tür mit Druckplatte machen müssen. Hatte er eine Druckplatte dabei, ist die Frage. Ja, hat er. Okay. Ah, der ist etwas faul. Oh, da ist eine Biene. So, dafür habe ich jetzt meinen Redstone. Juhu. Und volle Taschen. Scheiße. Gut, dann mache ich das eben manuell. Aua! Wo ist denn der Gefrierschrank? Ich habe hier gefrorenes Fleisch. Oh ja, das musst du dringend in den Gefrierschrank packen, ansonsten könnte es Probleme geben. Ja, das haut sonst auf und könnte auftauchen und ein Dino raus. Haben wir nicht mehr. Ist Gassi. Ich tue es mal zu den Bienen rein, die mögen das bestimmt hier. Verrottetes Fleisch und so. Also die Pfanne... Verrottetes Fleisch haben wir eine Truhe. Ach, die hat auch noch einen Rückstoßeffekt, deshalb. So, was habe ich denn noch an Ärzten mitgebracht? Ich glaube, ich habe hier Quintuple Night und Half Day oder so. Ja. Ich habe hier Creeper Overload. Zum Glück bringen sie sich gegenseitig um. Was, die Creeper? Ja. Wenn einer platzt, dann nimmt er halt die Nachbarn neben sich mit. Oh, ich gehe jetzt hier einfach weiter. Das ist mir zu doof. Ich habe auch kein Messerchen mehr, womit ich irgendwas machen kann. So, ich brauche Birkenholz. Hat jemand irgendwie ein paar Birken gesehen? Nee, tut mir leid, ich habe nur 6 Diamanten. Davon nehme ich gerne welche. GZ? Diamanten braucht ja keiner. Genau, wir brauchen schon Diamanten. Auch für besseres Werkzeug. Stimmt. Was? Nein, ich nehme den Griffel von dem Werkzeug weg. Oh, also, da schlage ich dich mit einer Biene. Mit einer Biene, das will ich aber sehen. Aber es gibt da wie ich verbessertes Werkzeug mit. Ja, und zwar richtig gutes. Ich will auch Diamanten für mein Werkzeug. Ah ja. Ja, zum wir haben zwar keine Maschinen, kein Maserator, kein nix, aber... Wir haben einen Pulverizer, wer braucht schon einen Maserator? Ja, dann morgen geht die Hälfte nicht. Ja, ich mache ja jetzt erstmal einen Kompressor, dann kann ich auch noch einen Maserator bauen. Genau, kompress mal. Beziehungsweise ich muss erstmal den Generator fertig bauen. Kannst dann auch gleich noch mit basteln. Wer hat denn jetzt hier meine restlichen Kabel aufgebraucht? Ich glaube, es ist nicht so... Aber du baust ziemlich viel mit IC, muss ich sagen. Also für ein Protoss ja schon, also dass du, keine Ahnung.
Das Problem ist, ich brauche einen Kompressor, weil ich sonst die Wand hier nicht aus Gedingsbums kriege. Also muss ich mit IC anfangen. Ey, wenn ich mit Flan, wenn ich mit seinem Flan fertig bin, wird er Weltmeister in IC, BC und was weißt du, Gogo was? Weil ich passe seinen Mod an. Ja, ich bin schon immer stärker am Überlegen, ob ich deine Fingerchen da doch nicht dran lassen soll. Das wird ja grauenhaft werden. Oha, das hat Bumm gemacht. Ja, aber ich sehe noch keine Todesmeldungen. Überhaupt sind die Todesmeldungen sehr gering heute. Bis gar nicht. Haha. Da kannst du gerne was gegen machen. Das war, glaube ich, so. Ja, ich verzichte auch gerne darauf, also da was gegen zu tun. Das war bestimmt so und... Haben wir schon Sand? Das ist ja... Das müsste so gewesen sein. Nein. Das ist ja alles sehr interessant. Noch kein Sand. So und so? Ah, ja. Ich glaube, wir haben schwarze Blumen hier. Okay, jetzt haben wir ein Electric Furnace. Wie kriege ich da jetzt nochmal ein Dings raus? Ich glaube, mit einer Batterie und noch einen Schaltkreis brauche ich. Was willst du, einen Generator? Ja. Dann brauchst du kein Electric Furnace, sondern einen normalen Furnace, einen Block und eine Batterie. Pass auf. Eisenofen brauchst du. Geht das auch mit einem Eisenofen? Es geht auch mit einem Eisenofen. Okay. Dann war der Electric Furnace falsch, dann hätte ich nur den Eisenofen gebraucht. Ach, Mist. Warte. Ja, dann haben wir immerhin schon mal ein Electric Furnace. Ich meine, das ist ja auch was. Ja, genau. Den nehme ich dann mit in meine kleine Bude. Moment. Später. Wir brauchen einen Iron. Ja, ich mache eben schnell. Ja, du machst am besten einen Steinofen und dann 5 Eisen drumrum. Genau. Ja. Du kannst aber auch grundsätzlich nur mit einem Steinofen und einem Maschinenblock arbeiten. Der Maschinenblock braucht aber 8 Eisen, ne? Ja, aber die 3 Eisen musst du ja eh noch rüberpacken. Ja. Komisch, manchmal habe ich immer Probleme, damit Waldbienen zu finden. Jetzt habe ich viel zu wenig Wiesen. Ja, du brauchst die gleiche Anzahl an Eisen, aber du brauchst nur 3 raffinierte. Nur eine Verarbeitung weniger hast. Genau. So, jetzt habe ich Generator, Electric Furnace und jetzt kommt dann der Kompressor. Der war, glaube ich, mit Cleanstone. Die Sonne geht auf. Moment, ich habe noch was ich brauche. Kompressor, der war... Ich brauche davon, wo brauche ich es denn? Maschinenblock, Cleanstone, Circuit. Ich brauche Glas. Ob man mit der Pfanne auch gut Sand abbauen kann? Stimmt. Ja, eigentlich schon, oder? Also rein logisch. Wasserbienen mitnehmen Jürgen? Oder nicht? Ich gucke, ja. Ich habe keine Wolle. Habe ich Strings? Ja, ich habe Strings. Und ich habe, glaube ich... Ach, machst du ein Geo da draus? Ja, klar. Wir haben doch noch gar keine Lava. Ja, da hinten, ungefähr 115 Meter ist ein ganzer Bach. Also, Mr. Bienenfanatiker, möchtest du, dass ich Wasserbienen mitnehme? Ja, auf jeden Fall. So, dann baue ich mir... Wenn ihr Lava sucht, hier vorne ist ja ein Vulkan, ne? Da ist ja... Da ist auch gleich, genau... wenn ihr viel Stein auf dem Boden seht, ist da in der Nähe Lava. Also oberirdisch. Wenn du auf der Mittelmap immer schaust, ne, du siehst oben Steine rumliegen. Ja. Dann ist meistens Lava drunter. Okay. Wenn du das sagst, wird es zustimmen. Wir müssen hier noch ein Schild. Du hast gerade einen Scheißkreis gemacht. Ja, genau. Ich warte auf den. Hast du einen Scheißkreis den. Gemacht? Ich habe übrigens genau das gleiche verstanden. Etwas unappetitlich. Ich weiß nicht, ob ich meinen Zuschauern das zumuten möchte, sich das anzusehen. Groß hatte geplant, das Starthaus noch zu machen. Ich dachte den Kreis. Ich habe jetzt schon... Eventuell nach hinten raus noch ein bisschen und eventuell ja, noch eine Etage drauf. Ja, es kann auch sein, dass es sich irgendwann auflöst. Das wird einfach ins Rathaus reingeborgt. Ja. Das wird assimiliert. Genau das. Nur wegen der Erde, die da noch drumherum ist, dann würde ich die nämlich formschön erstmal abtragen. Wie gesagt, schau mal, komm mal zu mir. Bitte. Wo bist du denn? Hier. Ich stehe im Haus. Im Haus? Jetzt bin ich hier. Ja. Und zwar, du siehst hier meine Außenwand vom Rathaus. Das Ding muss abgetragen werden. In diese Richtung, wo ich jetzt schaue, 120 Blocks. Okay. Und bis darunter, da kannst du dich sowas von der Erde auslassen. Also schaufelweise. Und nein, Jack übertreibt bei so etwas niemals. Nein, er würde doch nie übertreiben bei sowas. Ach komm. Ab hier angefangen, ja? Oh, jetzt habe ich die Schere wieder zu Hause gelassen.
Normal Stars, Hellbiome, yay. Ich vermute, du hast keinen Mining Turtle, ne? Jungle Wood Planks Material. Ich hätte gerade einen Mining Turtle gehabt. Der ist auf mich zugelaufen und wollte Bumm machen. Ja, das wäre eine Art Mining Turtle. Normal Weather, ja. Normal Stars, Triple Lakes. Und genau Lanks, auf der anderen Haustür. Lakes. Jürgen hat sich gefreut. Huge Biomes, Extreme. Jetzt weiß ich, warum du Beton machen willst. So, also bitte? Ich glaube, ich habe ein paar gute gefunden jetzt gerade. Übrigens, Jack, ich habe mittlerweile bei Direwolf gehört, du hättest im Battle 4 Schichten von deinem Reinforced Stone nehmen müssen, damit das komplett sicher ist. Wie? Ja, ab 4 Schichten sind notwendig, damit das Ganze... Nicht spoilern. Wen wollen wir denn spoilern? Das ist doch kein störender Spoiler. Ich habe heute auch gespoilert, aber das Spoiler war nicht schlimm, weil mein Festplatte war voll. Ja. Ach so. Tja. Hat das Spoilern auf jeden Fall viel gebracht. So, ja. Also das war jetzt die zweite Biblio. Und die habe ich fast nicht erkannt, weil die oben zugeschneit war. Wie fies ist das denn? Machst du mir noch einen Circuit? Ja, musst du noch einen Moment warten, bis das Gummi durch ist. Vor allem wollte ich doch eigentlich Richtung Südosten und nicht Südwesten. Hier ach genau, ich hol mal schnell ein wenig Holz und schau mal, ob da drüben irgendwas gleich wieder hochgeht. Achso, im Übrigen, für alle, die jetzt denken, Mord, macht ihr hier langweilige Aktionen? Das habe ich auch während der Battle-Phase so ein paar Stunden lang gemacht. Ja, und im Einzelspieler machen wir das irgendwann auch mal. Am Anfang sehr langsam, ja. Dann irgendwann etwas schneller und am Schluss dann ganz schnell. Genau, also mit einer Quantum war das schon echt da. Ja, wir haben ja fertigen Gummi da. Wieso sagt das so, keiner? Trotz damit du mehr alledem, zu tun hast? Ich setze mir jetzt als Grenze noch eine Bibliothek zu finden. Und dann machst du daraus mal eine vernünftige Welt. Du darfst erst wieder zurückkommen, wenn du Tendrils und mindestens ein Erz hast. Genau, Tendrils und Diamond. Ja, klar. Nein. Eisen ist besser. Redstone wäre mir schon glücklich. Oh, ja, Redstone wäre nice. Ach so, als Tendrils. Als Symbol, ja. Boah, ich habe hier total die geile Höhle gefunden gerade. Hier möchte ich gerne einziehen. Ich bleib hier. Tschüss. Okay, ja. Tschüss. Nein, weiter. Oh, dein Circuit ist fertig. Lass ich in der Bank. Doch nett. Ist hier. Wie weit ist denn dein Hexenhaus? Das Haus an sich ist fertig bei mir, aber der hatte nur die Tür nicht gesetzt. Warum, weiß ich nicht. Ja, hast wieder geschlampt im Programmcode, gibst du. Wahrscheinlich. Oder Pastebin hat nur die Hälfte übertragen und dann dachte er sich, ah, okay, hier ist Neil. Er stand ja hinter unten in der Ecke und hat das Programm beendet gehabt. Also ja. Eigentlich hätte er das machen müssen. Vielleicht ist ja der Hinweis, dass ihm an irgendeiner Stelle irgendwo ein Block im Weg war und er deswegen die Bewegung nicht machen konnte. Ja, das kann sein. Ja, aber spuckt er denn nicht während der Bewegung Neil aus, wenn er irgendwas nicht machen kann? Nee, der überspringt das dann einfach und macht's dann nicht. Okay. Hast du außerdem den Stein einstecken? Ja. So, lass mal noch ein Wasserbienchen. Landschaft aufbauen. Reich Wiesenbienen. Dings kann ich ohne Ranch abbauen, ne? Hier so eine Bedbox, oder? Was eine Bedbox? Meistens Bedbox, einmal. Ja. Bedbox schon. Ja. Und Generatoren meist auch. Ich guck auf die okay. Map. Und gucke, ob ich irgendwo eine Bibliothek sehe und in dem Moment taucht zwei Chunks vor mir einer auf, so plump. Also nett. Direkt ja, ja. Im Sichtfeld. Vor allem das Lustige ist, Jürgen baut das Ding aus und ich sehe den Creeper schon hinter mir, vor ihm. Was? Ist hinter dir. Was? Ja, oh, schau mal auf die Minimap. Du willst mich doch nur ärgern hier. Nein, schau mal auf die Minimap. Ja, da sehe ich keinen Creeper, da sehe ich nur einen Drag. Nein, da hinter dir ist einer. Definitiv, aber der läuft weg. Na komm, sicherlich Angst vor ihm bekommen. Komm aus deiner blöden Spinnenwebe raus, Junge. Komm da raus, Habe ich gesagt. Los. Was machst denn du, Lustiges? Der hängt in der Spinnenwebe fest, das blöde Skelett, und will mich erschießen. Ja, wenn das ausgespritzt wird, dann sieht man das Kabel nicht mehr. Ach so. So, okay. Was finden wir denn hier? End. Okay, sehr schön. Ich hätte es weiter oben gemacht, aber naja. Schneeforest, Extreme Hills, Edge. Und Sandstone Material. Noch ein Macerator daneben. Was? Sandstone Material. Ja, da gibt es ja schon mal dann gleich noch bauen. Doch klar, da können sich unsere Bastler darüber freuen. Ja, die können beiden. Sich dann brauchen wir noch Tendrils oder das als Fußboden nehmen? Ja, als Fußboden ist doch okay. So, dann haben wir noch. Können wir das schön in Macerator hauen? Ey, was hier für Sachen drin sind. Spruce Wood Planks Material. Ice Wasteland.
Boah, jetzt Normal lässt sich das Ding ja nicht mehr bauen, oder was? Und Cyan. Voll der Blödsinn. Also ich habe mal, kann ich hinterher noch gebrauchen. Definitiv einige Seiten gefunden. Einige Seiten. Boah. Okay, so. Und ich hab genug Bücher, dass wir wahrscheinlich die nächsten sechs Jahre kein Buch mehr brauchen. Aber ich glaube, ich habe in die falsche Richtung gegraben. In welche Richtung wolltest du das Haus bauen? Also Richtung Berg da hinten oder Richtung Wasser vorne? Was? Das Stadthaus? Ja, das Rathaus. Ach, das Rathaus. Oder das in die Richtung, wo ich geguckt habe, Moment. Ja. Oh, in die Richtung, wo ich geguckt habe, Wasser. Ist der? Ich habe ihn doch richtig gesehen. Komm her. Geh weg. Black und seine kleinen Freunde. Mhm. Was? Da war überhaupt nichts. Der da ist ja wegen falsch, aber das da ist scheißegal. Wie gesagt, das ist 120er Kreis. Okay, hier habe ich jetzt nur gegraben als Treppe, damit ich wieder hochkomme. Ja, Treppe kannst du auch das da benutzen. Um. Ja. Okay, also, aber in welche Richtung wolltest du dann? Also Richtung Berg hier vorne oder? In die Richtung 120 und dann, wo ich jetzt gerade stehe, wird es ein kompletter Kreis auch nochmal 120. Boah, wieso bricht das immer wieder zusammen hier? Ich bin Sagen ja Scheiß. Wirklich nicht weit von dir weg. Was bricht zusammen? Was machst du denn? Die Frames wollen dann nicht halten hier. Wo denn? Die Frames wollen nicht halten? Nee, beziehungsweise lass ich nicht sitzen. Weil ich die abbaue, gehen die anderen auch weg hier. Ja, klar. Die brauchen auch weiter eine Halterung. Hast du schon mal gesehen, dass wenn einer ein Haus baut und unten das Stützgerät abbaut, dass da was passiert? Ja, aber er muss auch auf den Kabel draufsetzen können, hier das Ding wieder. Das ich macht glaube, er ja nicht. Nee, der muss erst Bauschaum rein. Muss ein fester Block sein. Kannst du nur auf Blöcke setzen. Komplett festen Block, du musst also erst Bauschaum reinklatschen und dann. Ja, okay, aber wenn ich hier das Schwarze dran mache, die schwarzen Bricks, da bleibt er auch nicht dran kleben. Man kann es ja auch seitlich dran setzen, das will er ja auch nicht. Nein, es braucht eine Bodenfläche drunter. Ja, da kommst du nicht drum herum, du brauchst auf jeden Fall eine Bodenfläche. Ob du willst oder nicht. Ja, aber wenn ich ein Frame in die Ecke setze, dann mach das. Wo hast weil deine du Bodenfläche das, drunter ist. Wo hast du oder ein Frame daneben. Daneben. Gegenseitig halten die sich bis zu 3 weit oder sowas. Mhm. Ja, dann spritze ich es erst aus, dann haue ich es an der Ecke wieder raus. Genau. Das müsste ja machbar sein. Oh, ich habe ein Dorf gefunden. Ich frage mich gerade so, warum hier der ganze Gravel hier soll. Weißt du, wie viele Dörfer wir hier jetzt in der Umgebung schon gefunden haben gestern beim Suchen? Ich alleine finde jetzt das dritte. Ja, wir haben auch schon 3 Stück. Aber in den Dörfern findest du ja auch gegebenenfalls noch ein paar Seiten. Yep, die haben aber schon abgegrast gestern. Also zumindest die in direkter Nähe sind.